Durch eine bikonvexe Sammellinse entsteht ein Bild, das jenseits der Linse fünfmal größer ist als das Objekt. Frage: Wie groß ist die Brennweite der Linse, wenn das Bild sich 1,08 Meter vom Objekt entfernt befindet? Dies sind die Angaben. Die Höhe H' des Bildes ist das Fünffache der Höhe H vom Objekt AB. Da das Bild sich an der anderen Seite der Linse bilden soll, gilt dieser Abstand zwischen A und C, das heißt klein p, plus der Abstand zwischen C und dem Bild, das heißt P', gleich 1,08. Was gefragt ist, ist die Brennweite F der Linse, die wir in Meter ausdrücken. Anders gesagt, wir suchen diesen Abstand zwischen C und F1, damit diese Hypothesen erfüllt sind. Wir suchen also, wo müssen wir F1 setzen? Der Parallelstrahl, der von B ausgeht, wird durch diese bikonvexe Sammellinse als Brennstrahl gebrochen. Der Mittelpunktstrahl, der von B ausgeht, wird nicht gebrochen. Und da, wo diese zwei Lichtstrahlen sich treffen, da bildet sich das Bild. Es ist jenseits von der Linse, aber es ist nicht fünfmal so groß wie das Objekt. Also stellen wir hier F1 ein, F2 wird dem folgen durch Symmetrie, und zwar so, dass das Bild ungefähr fünfmal so groß ist wie dieses Objekt. Wenn ich F1 näher an C einstelle, so wird das Bild noch kleiner. Also müssen wir F1 dichter an das Objekt stellen. Zum Beispiel so. Hier ist das Bild ungefähr fünfmal so groß wie dieses Objekt. Würde F1 sich links vom Objekt befinden, dann würden diese zwei Lichtstrahlen sich nicht rechts von der Linse treffen, sondern ihre Verlängerungen würden sich links von der Linse treffen, was aber durch diese Angabe ausgeschlossen ist. Also muss dieser Brennpunkt F1 sich zwischen A und C befinden, so ungefähr da. Diese zwei Dreiecke A, B, C und A', B', C sind ähnlich, woraus wir schließen können, dass groß geteilt durch klein dasselbe ist wie groß geteilt durch klein. Also groß H' geteilt durch klein H gleich groß, das ist der Abstand P' geteilt durch klein. Das ist der Abstand P. Wir wissen aber, dass H' das Fünffache von H ist. So, und jetzt können wir hier durch H kürzen und finden, dass P' das Fünffache von P sein muss. Somit haben wir diese Gleichung und diese Gleichung mit den zwei Unbekannten P und P'. Dieses Gleichungssystem lässt sich sehr schnell lösen, denn aus der ersten Gleichung wissen wir, dass P' 5 mal P ist. Also können wir in der zweiten Gleichung P' durch 5 mal P ersetzen. So ergibt die zweite Gleichung 6 mal P gleich 1,08. Also ist P 1,08 geteilt durch 6, das heißt 0,18. Und P'
muss das Fünffache von 0,18 sein, das heißt 0,9. Somit wissen wir, P beträgt 0,18 Meter und P' beträgt 0,9 Meter. Diese zwei Dreiecke C, D, F2 und A', B', F2 sind ebenfalls ähnlich, woraus wir schließen können, dass groß geteilt durch klein dasselbe ist wie groß geteilt durch klein. Also groß A' geteilt durch klein. Der Abstand zwischen D und C, das ist die Höhe H, also geteilt durch H, gleich groß. Der Abstand zwischen F2 und A', das ist dieser Abstand P' minus dieser Abstand, das ist die Brennweite. Also P' minus F geteilt durch klein. Die kleine Seite von C bis F2, das ist die Brennweite F. H' ist das Fünffache von H und P' ist 0,9. So, hier können wir durch H kürzen. Wir setzen dieses F links rüber, wo es multiplizieren wird. So erhalten wir 5 mal F gleich 0,9 minus F. Dieses minus F setzen wir links rüber. Dort wird es addiert und 5F plus 1F, das macht 6F. Und jetzt brauchen wir nur noch durch diese 6 zu teilen und haben so herausgefunden, dass die Brennweite F der Linse 0,15 Meter beträgt. Und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage.